Ich bin tot, du hast mich. Let's go. Nein, ich hab zu wenig Leben. Ich hab's vergessen. Oh. Creator Code? Jo, Jonas. Hey Leute, viele von euch hatten sich's gewünscht. Heute ist es wieder soweit. Wir machen Minigames. Das bedeutet, heute haben wir eine besondere Folge, denn wir haben Max dabei und der hat insgesamt 128 verschiedene Maps und eben auch ganz viele Minispiele gebaut. Das heißt, wir werden im heutigen Video ganz neue Minigames spielen, die ich vorher noch nie gespielt habe, die vielleicht auch ihr noch nie gesehen habt, die total unbekannt sind. Er hat eine riesen Liste an Minigames. Und wir müssen es eben schaffen, mehr Minigames zu gewinnen als zu verlieren. Wenn wir es schaffen, öfters zu gewinnen als zu verlieren, dann dürfen wir endlich unseren Namen auf dem Main-Account ändern. Den hat Lukas zuletzt geändert. Und wenn wir verlieren, also öfters verlieren als gewinnen, dann müssen wir für jeden Lose eben eine Megabox im Shop öffnen. Wir haben ja aktuell auch echt krasse Angebote, die wir kaufen könnten. Wäre halt ziemlich teuer, also würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall Unterhaltung für euch. Ich würde sagen, auf geht's. Ich bin sehr gespannt, was die Minigames so bieten. Und ja, danke für jeden Support. Genau, an der Stelle, Max' Kanal ist auch in der Beschreibung verlinkt. Unbedingt auschecken, die ganzen Minigames, die er erstellt. Verstanden, Leute, ihr braucht auf jeden Fall Edgar. Ihr müsst die erste Star Power wählen, das ist wichtig. Und bitte Speed und hier Widerstand und halt nicht das Schild auf jeden Fall wählen, weil das halt ein Vorteil ist, ne? Also, wir sind drin im ersten Minigame. Jetzt haben alle Edgar und müssen überleben. Wir dürfen andere nicht angreifen und nur mit unserer Ult Schaden machen. Ich komme auf den drauf jetzt. Yes! Let's go! Oh mein Gott, gedodged und yes! Das war übel gut. Alter, noch 5. Ich glaube, die erste Runde gewinnen wir jetzt schon. Und wieder gedodged. Let's go. Ist wechselndes Ball. Oh mein Gott, das war richtig gut. Alter, muss halt einfach auf die Sprünge eigentlich abwarten, dann so dodgen so ein bisschen damit. Ich muss halt wegen dem Bot aufpassen, nur leider. Ich muss jetzt hier hin, ich muss. Ja, der hat es gut gemacht, aber ich musste halt, oh nein. Ich muss weg, na, egal, wir haben das erste Spiel trotzdem gewonnen, es war knapp. Lol, der ist auf dem, es gibt ein Heal-Feld in der einen Stelle. Ja, aber nur in der Mitte. Oh, lol. Platz 4, wir haben erster Win, geil. Okay, zweites Spiel, jetzt haben wir eine B und alle anderen sind Ticks, wir müssen einfach weglaufen, let's go, oh mein Gott. Du kannst hier durch die Zäune immer schießen, ne? Ja, das ist schon. Okay, dann gehe ich lieber da oben lang mal, würde ich sagen. Die ersten sind, ah, was? Nein! Oh, okay, das ging sau schnell. Man muss sich immer versuchen, von den anderen Ticks decken zu lassen und halt diese Wände ausnutzen. Sehe schon, ja. Okay, machen dieses Spiel jetzt direkt nochmal, weil ich da gerade eben ziemlich dumm ausgeschieden bin. Jetzt will ich auf jeden Fall besser werden, ich will es unbedingt gewinnen. Oh. Ja. Ah, nein! Ich bin auf jeden Fall schlecht. Das Ding ist, wir müssen ja auch gar nicht unbedingt ins Ziel als Erster kommen. Hauptsache, die anderen sterben einfach. Aber ich bin Top 3, ich bin Top 2! Oh, ich hätte fast gewonnen sogar. Naja, ist mal in der Win. Das war ein cooles Spiel. So, nächstes Games haben wir Dynamite Jump. Wir haben auch zwischendrin noch ein paar Games, die auch schon ziemlich bekannt sind, aber auf neuen Maps vor allem. Eigentlich ist es ein ziemlich einfacher Run, aber ich verkack's. Oh mein Gott. Oh nein, ich hab gekillt! Ich bin raus, ich hab ihn aus Versehen gekillt. So, zack. Lol, versuchen die ernsthaft. Ah, okay. Egal, dann 2-2 ist auf jeden Fall ein Lose, ne? Ich kann ja irgendwie umbringen und sagen, ich gehe noch ins Ziel. So, nächstes Game, wir haben jetzt Search gegen Dynamite. Das heißt, wir sind hier in den Teleports, wir dürfen nicht angreifen und müssen einfach versuchen, als Search hier mit irgendwie, ja, dem Dynamite auszuweichen. Let's go. Nein! Ich bin nicht raus. Doch, doch. Wenn man einmal getroffen wird, ist man nicht raus. Nur wenn man halt gekillt wird, ist man raus. Nein! Oh, was jetzt? Ich bin Vierter geworden, oder... Ich glaube, ich bin der Vorderen Hälfte. Ich bin Vierter, ne? Weil ich ja Dynamite bin. Also Vierter von 9, ne? Sogar. Also bin ich. Ist eigentlich sogar ein Win. Also ich würde schon sagen, das zählt als Vierter, weil halt ich zähle da natürlich nicht mehr. Ja, klar, logisch. Also Leute, auf geht's. Jetzt geht's darum, wir müssen jetzt den Baby Bubbles ausweichen als Tick. Oh je. Trifft mich das? Oh. Ah, ich habe Angst. Oh nein, ich bin gestorben. Kacke. So, nächstes Game. Und jetzt müssen wir als Mortis den Nani-Köpfen ausweichen. Auf geht's. Oh. Ich dachte, wir sind smart, aber wir sind voll in die Richtung gedasht. Aber wir sind schon Top 2, wenn wir jetzt. Wir können das erste Mal gewinnen jetzt sogar. Das ist übel geil. Ich will auch ein Energy. Nein, okay, ich will doch keinen. Ich hab mich umentschieden. Ich will doch keinen Energy. Ja, wir holen uns das Goalgetter. Wir sind die Mortis Dodge Profis. Nein. Ich bin noch nicht tot. Oder gilt das? Ja, doch, doch. Ein Treffer ist hier tot. Ja, schade, okay, GG's. Ja. Weil der eine hat ja auch Schild hier und hab ihn dann gekillt. Egal, ich bin Platz 2 geworden. Das ist sehr, sehr gut. Also, jetzt hier Frank Minigame. Wir müssen ja Colette oder also hier, der Tick bekommt alle Cubes. Also einfach eine Jackie gewählt. Jackie hat. Nee. Jackie ungefähr? Die Jackie ist geil, krank aus. Oh, das war richtig knapp. Oh mein Gott, du hast mich sowas für gehabt gerade. Alter, ich fasse es nicht. Hä, wo seid ihr denn? Yes, ich hab gewonnen! Oh, nein! Lol, hä? Eigentlich hätte es gelten müssen, oder? Jetzt hast du mich. So, auf geht's, Jabber ran, ganz klassisch. Der hat auch ein paar schwere Stellen auf. Der hat auch ein paar schwere Stellen. Ja, okay. Das aber ist auch was, was man sich nicht bildet. Ich bin einfach tot. So, neuer Versuch mit Devil Run. Hoffentlich werden wir jetzt nicht wieder instant gekillt. Ich bin schon fast wieder gestorben. Ey, Leute, bitte!
Ich bin fast tot. Ihr dürft jetzt nicht rollen. Ihr müsst aufpassen. Ihr müsst mich einfach healen lassen, bitte. Oh, ich hätte auch fast einen gekillt. Das war dich. Oh. Jetzt! Also jetzt habe ich es zum Beispiel geschafft, aber es ist. Ja, ich hab's nicht geschafft. Er hat mich gekillt, Okay, nächstes Minigame. Wir müssen jetzt hier den Piper-Schüssen ausweichen. Aber diesmal sind es zwei Sniper und nicht nur einer. Dürfen wir auch die Cubes einsammeln? Ja, eigentlich schon, aber es bringt nichts, weil man dann eher gesniped wird. Ja, ich merk's. Nein! Ja, also 5 davon von 9, also 5 davon 8, also schon verloren leider. Okay, jetzt müssen wir Pennys Geschütz aufladen und dann dodgen. Das wird unfassbar schwer werden. Okay. Also wie gesagt, müssen jetzt den Geschützen von Penny ausweichen. Ich soll erstmal die Ultis ein bisschen aufladen. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwen kille dabei. Ja, egal. Lass mal das zählen. Okay, wir sind wieder beim nächsten Spiel und jetzt haben wir alle Frank. Und müssen die Ult von Gale dodgen. Okay, auf geht's, okay. Let's go. Jetzt kann ich nämlich einfach easy weiterlaufen. Ach Mist. Okay, wollte ich auch das Ding durch, aber ich. Jetzt sprinte. Yes, let's go. Wir sind gut dabei eigentlich. Wir sind auf der 2 aktuell, Leute. Wir sind gut im Rennen. Jetzt bin ich der Letzte. Das kann man sich nicht geben. Ich war gerade noch Zweiter. Okay, wenn wir. Oh, okay, ich habe verloren damit offiziell. Ja, komm, ich bin Letzter. Ich bin aufs Jumpen noch ganz hinten geflogen. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass ich gewonnen habe. Weil es halt schwer festzulegen, welcher Platz ich gewonnen bin. Aber so natürlich jetzt eh. So, let's go. Nächstes Minigame. Jetzt müssen wir alle rennen. Let's go. Als Baby. Und der Gift kommt relativ schnell, aber auf dem. Oh mein Gott, ich bin sowas wie Letzter. Ich bin der Einzige, der hängen geblieben ist. Das ist so. Oh, als ich das Jumpen gerade so nicht mitbekommen. Und wir sehen schon, die Giftwolken kommen da schon, aber es geht noch. Wir müssen am besten mal ein Heal vielleicht anmachen. Ja, ich brauche das Schild eigentlich. Oh, okay, wir sind im Rennen, aber ich weiß nicht, ob es für einen Sieg reichen könnte. Ja, also wir sehen schon 3 Leute, 4. Wir sind Fünfter geworden. Verloren haben wir es auf jeden Fall. Schade. Ich bin dann voll zurückgeworfen worden. Okay, aktueller Stand 5-8. So, auf geht's. Jetzt haben wir hier ein Minigame, bei dem wir mit Karl so schnell es geht ans Ziel müssen. Habe ich auch noch nie gespielt. Oh mein Gott, das war wirklich einer gestorben gerade. Ah, ich habe keine HP. Yes. Ja, ich bin. Oh, ich habe auch keine HP. Was gilt das jetzt? Ich bin eigentlich Zweiter jetzt gewesen. Nee, wenn man es nicht schafft, dann gilt das nicht. Dann überraschen. Let's go. Nein, ich habe zu wenig Leben. Ich hab's vergessen. Oh. Okay, wir müssen es echt aufholen. Wir stehen nämlich 5-10 aktuell. Wenn wir so weitermachen, haben wir kaum noch eine Chance. Wir müssen jetzt hier Search gehen und den Crypt-Karten ausweichen. Und du musst es mit den Karten jetzt praktisch ausschalten, ne? Ist verstanden. Ja, ich muss es jetzt killen. Darf ich teleporten? Ja, man darf sich teleporten. Okay, aber ich wollte schon einen Teleport halt weg, leider. Was habe ich denn falsch gemacht beim Jump? Ach, ich hab mir falsche Jump jetzt genommen, ich bin lost. Na, wir warten mal ein bisschen. Jetzt gerade, wo wir da so eine gute Position haben. Ah, Mist, so viel dazu. Nein, ich hab grad noch. Und dann wird er einmal erwischt, dann ist man direkt. Es halt, geht halt sauschnell. Wenn dann einmal erwischt wurde, nicht teleportest direkt, dann bist du raus. 5-11, Junge. Oh je, das sieht ja gar nicht gut aus. Okay, jetzt 8-Bit-Spiel. Es geht darum, wir müssen Cubes ansammeln. Und wenn wir auf jemanden treffen, der weniger Cubes hat als wir, dürfen wir ihn killen. Aber wenn jemand mehr Cubes hat als wir, dann müssen wir uns killen lassen. Das wird echt spannend werden. Also am besten schon mal die Cubes fahren, dann sind wir schon mal safer auf jeden Fall. Hab dich! Das war's. Oh, da ist jemand. Let's go. Ich hab nur Angst, dass der mehr hat. Wie viel hast du so gerade, Max? Ja, auf jeden Fall 2. 2? Oh, dann da suche ich dich. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist vielleicht noch einen anderen killen. Oder ich muss eigentlich eher hoffen. Na, du hast mich gefangen. Was ist 3? Trotzdem was. Also ist ein Win sogar, gilt als Win, ja. 6-11. Okay, wir müssen jetzt einfach nur. Ah, der Gott ist nah nicht. Da kann man relativ leicht killen. Ey! Ich hätte mir auch so einen Mitgeben. Yes, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Let's go. Ah, ich hab ihn gekillt sogar. Also Gelb ist nur gut, wenn man halt am Anfang schnell ist. Okay, das war auch so schlecht. Die letzte Rolle einfach. Letzte Chance. Und ich rolle nochmal so richtig schön gegen die Wand. Perfekt. Aha, Moment, auch das Geld ich muss jetzt aber schlagen, oder? Hey, lol. Oh, das Game ist für uns. Nur mit aufgeladen. Ach, jetzt verstehe ich, was du mit aufgeladen hast. Ich dachte, die meisten, hatte ich mich auch so verstanden, haben gedacht, du meinst die Ult mit aufgeladen. Boah, das ist aber auch echt fast unmöglich, hier rauszukippen. Zack. Oh, hab ich dich? Ja! Ich gewinne das sogar. Okay. Oh. Hä, hey, wie bin ich da rausgeflogen? Nein! Egal, das ist 3, okay, ist auch gut. Okay, so, nächstes Spiel. Wir sind jetzt alles Search und müssen es schaffen, Lola auszuweichen mit ihren Schatten. Das wird echt nicht leicht werden. Die Teleports dürfen wir auch nutzen? Ja, das kann. Ah, jetzt, oh mein Gott, okay, sehe ich. Boah, die machen halt brutal viel Schaden. Ich bin weg. Oh, also Teleports sind ziemlich praktisch in dem Spiel. Wie, könnte ich auch teleporten? Oh, also, dann doch nicht. Nein, ja, yes! Da gar nichts mehr. Ah, ja, wir sind Platz 3 geworden. Das zählt als Win. Okay, so, jetzt nochmal hier gewinnen. Hide and Seek, also suchen und verstecken. Ja, aber einer hat mehr als so 9. Oh! Ja, ich bin tot. Ich bin tot, du hast mich.
No, dann kommen wir eigentlich direkt zum Opening hier, wie versprochen. Aber ich hab schon verkackt die Minigames, ehrlich gesagt. Damit haben wir insgesamt 13 Mal verloren. Das heißt, wir müssen ein Megabox-Opening machen und dürfen jetzt 13 Mal eine Megabox öffnen. Oder müssen es. So, an der Stelle natürlich immer erstmal ganz rechts im Shop Creator Cordio Jonas eintragen. Vielen Dank für den Support. Ja, kann ich natürlich nur 5 aus. Hä, ich habe noch eine bekommen? Hä, wie viele sind das denn? Hast du den gekauft? Ich hab gar nicht hingeschaut. Hä? Was? Hab ich da gekauft? Doch. Lol, wir kriegen raus Squeak. Okay, aber dann würde ich sagen, das war das Opening und die Minigames-Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Minigames-Folgen oder Challenges zu Brawl Stars sehen wollt oder Brawl Stars Videos und Streams nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars-Clips. Hier sind noch 2 weitere Videovorschläge. Schau gerne vorbei und ciao.